Die Uptown Monotones sind die letzten Talente, die unbedingt noch ein Ticket ins Finale wollen. Jungs, ihr habt sogar also ein Public Viewing organisiert, oder? Wie viele? Eins, zwei? 17 Public Viewings in ganz Österreich. 17? Ja! Und da sitzt aber nicht überall nur einer vom Fernseher, hoffentlich, oder? Nein, hoffentlich nicht. Aber vielleicht können wir ein paar Grüße schicken. Ja, ans Sägewerk in Graz, ans Dintenfass, Continuum, Three Monkeys. Princess Klagenfurt, Emma's Bar Flachhaus, Altshaus, Bikers Bar, Holzlage, und Joy Disco, wo wir morgen sind. Und nicht nur alle mitsingen und mitrappen und so jetzt, sondern auch dann anrufen bitte für die Uptown Monotones. Das darf man bitte auch nicht vernachlässigen. Ihr jetzt ab auf die Bühne. Hopp, 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 toi, toi, toi. Und alles wird gut. Ah, da werden nochmal die Köchte geknutscht. Ihr habt ja ganz viele Leute mitgebracht. Ich stelle mich da jetzt mal zu euch. Wer seid denn alle? Ihr seid die Töchter? Ja. Ja? Du bist... Ein Freund. Ihr seid alle Freunde, Bekannte, Mami, glaube ich, ist hier. Alle sind da. Was dürfen wir uns denn jetzt erwarten? Was werden die machen? Das letzte Mal haben sie ja was Selbstkomponiertes präsentiert. Auf ne? jeden Fall können wir uns wieder was Selbstkomponiertes erwarten. Eine Menge Groove, eine Menge Spaß und Professionalität auf der Bühne. Die Monotones haben schon so viele Konzerte gespielt und so oft Leute glücklich gemacht mit ihrer Musik. Deswegen wird das heute genauso ausgehen. Ja, ich wollte gerade sagen, die machen das nicht zum ersten Mal. Die haben ja schon ganz richtig viel Übung und so. Warum sind die jetzt hier bei der großen Chance? Wollen die aber nur Spaß haben oder wollen die das Ding auch wirklich gewinnen? Wie ernst ist ihnen das? Sie wollen Bekanntheit. Also okay. Nein, sie wollen Spaß haben. Und? Man muss es wirklich so sagen, es gibt Talente und es gibt echte Musiker, Vollblutmusiker, die mit Herz, mit allem, was sie haben, dabei sind. Und die Monotones sind echte Vollblutmusiker. Für uns sind sie jetzt schon die Sieger und Finale! Oh. Wer mal schauen, ob's reicht. Die Uptown Monotones jetzt hier bei der großen Chance. Toi, toi, toi. Wir drücken Daumen, wir alle. Oder? Ja. Wir sind die Uptown Monotones. Ich bin der Heli, das ist der Wern und der Ivory. Wir machen Musik. Nicht einfach nur Musik. Die drei Steirer sorgen mit ihrem herzerfrischenden Mix aus guter Laune und schrägem Sound für großartige Stimmung beim Saalpublikum. Und ernteten dafür natürlich auch Lobeshymnen von der Jury. Das ist innovativ. Das ist gut gemacht. Das, was ihr macht, ist genau so was, was hierher gehört, auf diese Bühne. Gefällt mir. Beim Sido war ich mir lange nicht sicher, weil der schaut aber so ernst. Also, man weiß ihn nicht so recht. Ich denke so, findet ihr das gerade voll scheiße? Oder taugt es und so? Sie haben sich was Neues, Besonderes ausgedacht und das hat uns überzeugt. Das sind die Uptown Monotones. Ich habe mich voll gefreut, wirklich voll gefreut. Habe ich mir nicht gedacht. Wirklich cool. Nachdem wir eine sehr facettenreiche Band sind, haben wir uns gedacht, okay, die nächsten drei Minuten werden wir eine dieser Facetten zeigen. Wir werden wir eher so das groovige, die groovige Seite auslassen und mit anderen Instrumenten arbeiten. Und ja. Und das ist jetzt die große Chance für die Uptown Monotones. Are you ready? Völlig ungebremst und unzensuriert. Die neueste Nachricht ist lang schon passiert. Wir berichten bald schneller, als es war geschehen. Informationsflow, Data Overload. Gib mir den Rest, ich kriege nie genug. Immer schneller, immer höher, immer weiter muss es gehen. Ein Ende ist sich abzusehen. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Aber Wissen ist Macht, das aber ich kapiere. Und ich zieh mir alles rein, was irgendwie geht. Egal ob ich's verstehe, ob es mich interessiert. Mach ich schlau und schau und schau, immer schlau. Bin total überfordert, aber gut informiert. Jawohl, jetzt bin ich nicht mehr traurig. Nein, nichts, was mir nicht gefällt. Ich schließe meine Augen und ich träume in meiner Welt. Wie es will, besser, bunter, billiger, wie sie mir gefällt. Total realitätslos.
Ach, hab ich mir gedacht, es könnte gar nicht besser klappen, wenn ich mir so betracht. Augen fest zu und alles ignorieren. Käppchen und das Wasser wird schon nichts passieren. Und irgendwann dann bist du dran, Mann. Und sie holt dich wieder ein wie alle anderen. Live kein Weinen, kein Jammern, dann ist es zu spät. Dann erzähl ich wieder die Realität. Schönen guten Morgen, toll dich zu sehen. Sag, es ist wieder auf dem Boden zu stehen. Halb zur Welt, es ist ja gar nicht so übel. Ich raffe mich auf und ergreif die Zügel. Voll in das Leben, nichts was mich hält. Und ich mache mich auf in eine schönere Welt. Bis ich dort bin, kann ich nicht warten. Und ich mache die meine zu schöneren Welt. Jawohl, schöne Welt. Aha, schöne Welt. Juhu, schöne Welt. Aha, schöne Welt. Ja, ja. Jetzt bin ich nicht mehr traurig, mein nichts, was mir nicht gefällt. Ich schließe meine Augen und ich träume in meiner Welt. Die ist viel besser, bunter, billiger, wie sie mir gefällt. Total realitätslos, aber unheimlich schön. Schöne Welt. Ich suche jedes Mal verzweifelt nach anderen Musikinstrumenten. Es wurde auch nichts dazu gespielt. Das macht sie ja ganz alleine. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist heißt Beatboxen und ja, das ist lustig. Man macht jetzt so Schlagzeug-Sounds so. Was wirklich cool ist, ich meine, gibt's auch keine Texthänger, ne? Beats kann man wohl schwer vergessen, oder? Ja, ich kann mich verschlucken und das ist dann ein bisschen. Ja, schaut so nach Sterben aus da meistens. Also, ja, ist nicht so cool. Es klingt aber alles gut, irgendwie so im Allgemeinen. Wie nennt man denn eigentlich so das komplette Package? Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, so Musikstil, Musikrichtung. Also klar, ist Beatboxen mit dabei, aber einen eigenen Namen dafür gibt es ja nicht, oder? Frag uns nicht, kommt zum Konzert. Also frag uns nicht, kommt zum Konzert. Schwierig zu erklären. Was sagt denn die Jury? Crossover, ey. Sabine, deine Meinung? Also, gut geklungen, ne? Also ich habe es extrem wild empfunden erstmal und hab mich nach einer Harmonie gesehnt und die ist dann gekommen mit deinem Fotzhobi, Gott sei Dank. Also Burm, es ist so viel Energie, was da auf der Bühne steht, es hat mich total gefreut, vor irgendwann mal ein Konzert zu schauen. Ich habe es super gefunden. Ja. Sollten wir alle einpacken und nochmal mit hingehen. Arr. Peter. Es ist eine Facette, die im Programm fehlt. Ihr seid die Einzigen, die diese Stilrichtung anbieten. Und das macht ihr perfekt. Meine Beurteilung wird positiv ausfallen. In diesem Sinne, lasst uns abstimmen zum letzten Mal heute Abend. Seine Exzellenz, bitteschön. Total realitätslos, aber unheimlich schön. Dieses Lied kann nur von unserem Kaiser handeln. Ich gebe ein Plus. Awesome. Ihr seid das beste Beispiel, dass Alter in einer Beziehung, in einer Band, keine Rolle spielt. Ihr harmoniert perfekt. Danke euch. Das war toll. 4+ für die Uptown Marathons. Geil gemacht. Cool. Ich freue mich riesig. Super. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich bin wieder. Ein Minute Künstler mit euch.